Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Baiten Kaitos Origins. Wir befinden uns hier an einem seltsamen Ort. Wir erinnern uns, wir hatten ja eigentlich gegen ein riesiges Monster gekämpft, bis Guido durchgedreht ist und wir hier gelandet sind. Naja, folgen mal den Fremden. Die sind ja irgendwo hier lang gegangen. Durch die Albali-Sandmulde. Upsa. Mal kurz abwärts. Der Fels unter deinen Füßen schimmert sanft und scheint dich leicht anzuziehen. Haben diese Leute vielleicht von hier aus den Abgrund überquert? Ja, muss so sein, ne? So weit kann ich nicht bloß mit meinen Schwingen des Herzens springen. Es muss einen anderen Weg geben. Komm, ziehen wir uns hier mal ein wenig um. Alles klärchen. Wie, so weit kannst du nicht springen? Alter, Kellis würde sich... Und er lebt ja noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, Kellis würde sich im Grabe umdrehen, aber der lebt ja noch gar nicht. Das ist der andere Zustand von Nichtleben. Wenn ich so bedenke, unsere Hel... Ach, das schaffst du! Ich meine, gut. Runter würde ich ja noch gehen, aber der springt mit seinen Schwingen da hoch. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr anstrengend als diese Distanz. So von der Strecke her ist es dasselbe, aber hochspringen gibt dir mehr Widerstand als seitlich springen. Ja, ich sehe schon. Du bist faul. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ach, die fliegen. Never mind, sie fliegen nicht. Sie fliegen höchstens auf meinen Kopf. Das. Ich hau dich einmal. Reiz mich nicht, sonst hau ich dich nochmal. Beim nächsten Mal tut's mehr weh. Wow. Gute Nacht. Ich wollte gerade sagen, geht's hier auch mal weiter? Ist richtig schön, wie meine Kombo annulliert wurde. Warte. Jetzt ist vorbei mit nett sein. Den sparen wir uns auf. Dachte ich mir. May my blade be sharp. So. Ascension. Willst du nochmal? Kannst du haben. Wir sind noch nicht fertig. Ach, das sieht man doch mal, wer sich hier am meisten lieb hat. So. Bleib unten. Steht dir viel besser. Finde ich auch. Gut, dass wir uns da einig sind. Yay! Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten uns ja umsehen. Tja, hier ist nichts. Sind wir den ganzen weiten Weg ganz umsonst gekommen? Jetzt will ich mal laufen. Der blaue Sand sammelt sich an dieser Felswand, als ob er von ihr angesogen würde. Ich spüre, wie etwas an meinem Schwert zieht, wenn wir bei dieser Felswand stehen. Wir können von dieser Felswand eine Magna-Essenz einfangen. Wollen wir? Dafür natürlich. Du hast die Magna-Essenz Magnetitwellen eingefangen. Blöde Frage. Was passiert, wenn da jetzt kein Magnet mehr ist? Das Licht verblasst. Dachte ich mir. Wow. Was genau ist nur mit diesem blauen Sand los? Als die Felswand zu leuchten aufhörte, wurde der Sand weich und gab unter meinen Füßen nach.
Ja, wir sind anscheinend ziemlich weit hinuntergefallen. Komm, lass uns einen Weg zurück nach oben suchen. Okidoki. Kümmern wir uns erstmal hier rum. So, packen wir mal die Magnetitwellen rein. Oder holen sie uns raus, Timmer. Was? Jetzt hat sich hier eine Wand gebildet. Wir müssen also auch den Felsen auf der anderen Seite schwächen. Sieht so aus. Und hoch. Guten Tag. Den wollte ich eigentlich nicht, aber auch gut. Es ist ja nur der eine. Und wie ich sagte, wir sind bei jedem Kampf voll geheilt. So. Gleich mal perfekt gelegt. Attention! You win! That wasn't so tough. Also Karten kriegt man hier nicht wirklich, ne? Engage! Das ist meine Truhe! Ich hab doch gesagt, das ist meine Truhe. This'll do. Legen wir ab. May my blade be sharp. So, jetzt geben wir den Angriff. Attention! Während er sein Nickerchen hält, können wir unsere Leiste ein bisschen abbauen. Not a bad workout. Unsere Truhe. Magische Boden. Schlaf. Ich glaube, die gab es im ersten Teil auch schon. Boden. Aber wir sollten das hier vielleicht mal reinnehmen. Erhöht Schlafresistenz um 100%. Hebt Schlaf auf. Heilt KP um 10%. Eine einzige dieser mysteriösen Boden genügt, um einen schläfrigen Geist aufzumuntern und das Immunsystem gegen weitere Betäubungsversuche zu bestärken. Ich wünschte, die würde es in echt geben. No joke. Holen wir uns erstmal die Truhe, die da oben, weil die wir uns ja rein theoretisch gelandet werden. Ein Flammenpanzer. Mir dünkt, wir müssen bald gegen ein Feuermonster kämpfen. So, dann holen wir uns hier auch mal die Magnetitwelle. Perfekt, dann kommen wir da nämlich durch. Müssen wir nur noch unten rumgehen. Okay. Naja, gut, das ist so ein großer Magnetithaufen da. Bin dann weg, ciao. Dann gehen wir mal wieder hoch. So, hier können wir dann wieder eine Magnetitwelle ranmachen. Und dann haben wir eine Brücke. Perfekt. Wieder hoch da. Haben wir nicht erst gegen den Typen gekämpft? Na gut, diesmal ist es nur einer. Und schon haben wir wieder Level 1. Apropos Level 1, wir haben gerade ein bisschen zu viele Einsen auf der Hand, ne?
Eins, zwei, drei. Tja, wir haben leider keine, kein Abschlusszug. Das wäre schön gewesen. May my blade be sharp. Naja, wohl eher nur die dein Schwert heiß sein. Heiße Sache. You win. Nice. Und hoppsala, hoch da. Und wieder eine Magnetitwelle. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Natürlich, du musst uns jetzt noch ans Bein pinkeln, ne? Ach. This'll do. May my blade be sharp. Yeah. Eins, zwei, drei und Bams. Tension. Yeah. Ja, dachte ich mir, dass du das nicht überstehst. May my blade be sharp. Das haben wir doch ganz gut hingekriegt. So. Pieta, Finn, what are you doing? Stay out of sight. There's no need. He's already erased the villagers. We're too late. Just by a hair. Rosalis had small children, too. Or things. We should search the village to be sure. He might not have gotten to everyone. Good idea. Let's split up then. We'll meet back here. I guess it can't hurt to hope. Rasalas, das Leuchtmusdorf. Sind das Geister? Hallo, bist du ein Geist? Fragtet euch nicht auch schon, was das für Lichter sind? Dazu gibt es einige verschiedene Theorien. Manche sagen, es sei das Leuchtmus, das mit dem Wasser in der Senke reagiere. Andere halten sie für Fragmente der Seelen der Menschen, die sich hier angesammelt haben. Man kann sich das wohl nicht vollständig erklären, aber sie sind jedenfalls schön, nicht wahr? Die Leute können sich offenbar nicht an ihre Entleibung erinnern. Aber wahrscheinlich ist es so besser. Sehen wir uns noch ein wenig um Entleibung? Das klingt auch nicht wirklich besser als Geist. Sie alle tun so, als ob nichts gewesen geschehen wäre. Das ist so furchtbar. Komm, lass uns nachsehen, ob es Überlebende gibt. Wichtiger ist doch, ob es hier Loot gibt. Das ist doch die Frage, die uns alle interessiert. Oh, Sandlingsspuren. Nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie, wenn man mal wieder welche kriegt. Oh, ich wollte gar nicht mit dir reden. Entschuldigung. Verzeihung, aber darf ich euch eine seltsam anmutende Frage stellen? Könnt ihr mich sehen? Irgendetwas scheint nämlich nicht zu stimmen. Ich dachte, meine Familie erkannte noch nicht, was geschah, und ich traue mich nicht, es ihnen zu sagen. Sieht nicht so aus, als wenn es hier irgendwas gäbe, außer noch mehr Sandlingsspuren.
Eieiei. Oh, das ist die erste blaue Blume. Ein Säugling! Diese Familie wurde gerade erst mit einem Kind gesegnet. Das ist unverzeihlich! Ey, hast du schon nachgesehen, ob jemand übrig ist? Lass uns sorgfältig suchen. Tja. Was haben wir hier? Das ist scheinbar der Shop. Hi, hast du irgendwas Schönes? Ein Eisdolch. Na, da sehe ich uns doch. Ja, leider sind die hier auch ziemlich teuer. Jetzt können wir mal unsere Angriffs... Wir können eigentlich mal hier ein paar Angriffsmöglichkeiten mehr haben. Wenn wir jetzt zu viel anderen Quatsch halt noch reintun, haben wir am Ende nicht mehr genug Angriffskarten. Oh, ich soll... Naja. So. Und die zwei noch mit rein. Bisschen Platz haben wir im Deck noch. Lassen wir uns von der Blume umarmen. Ha. Die Musik hier in der Kirche ist anders. Hey, du. Willkommen in der Kirche, Abenteurer. Hier kannst du deinen Deckrang erhöhen, sofern du über genug Technikpunkte verfügst. Oder gegen ein geringes Entgelt den Segen einer wundersamen Aurinnen erhalten, welche deine Statuswerte erhöhen. Bekenne, was du begehrst. Können wir den A-Rang erhöhen? Du kannst deinen Deckrang erhöhen. Ja, sehr, ja, auf jeden Fall. Meine Glückwünsche zur Erhöhung deines Deckranges. Du hast Deckrang 2 erreicht. Jetzt, du kannst jetzt 2 Decks zu je 40 Karten tragen und pro Runde eine Karte austauschen. Mit steigendem Deckrang erhöht sich auch die Anzahl der MP, die du pro eingesetzten Magnus erhältst. Besuche daher regelmäßig die Kirche, wenn du fleißig TP sammelst. Ich glaube, es gibt auch noch, wir können auch noch mehr... Karten legen oder Karten auf dem Blatt haben. Glaube ich. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, aber ich meine. Hi. Verdammt. Wäre schneller gewesen, wäre das nicht geschehen. Aber geben wir noch nicht auf. Durchsuchen wir das Dorf nach Überlebenden. Müssen wir jetzt mit allen Menschen einmal sprechen? Okay. Hi, bist du noch am Leben? Ich meine, du hast noch einen Körper, aber naja. Leben kann man das ja, glaube ich, nicht so wirklich nennen. Hi. Mit dir haben wir, glaube ich, schon geredet, aber wir reden trotzdem nochmal mit dir. So, mit dem Haus sind wir durch. Da haben wir, glaube ich, keinen übersehen. Dann noch mit dir reden. Dann noch mit dir reden. Wir werden für immer zusammenbleiben, nicht wahr? Was auch geschehen mag. Was hast du denn auf einmal? Wir gaben uns doch ein Versprechen. Wir sagten, dass wir zusammen alt werden würden. Warum bist du so niedergeschlagen? Es ist nur... Verstehst du nicht? Wir sind... Ach, es ist nichts. Bitte, versprich mir einfach, dass du für immer bei mir bleibst. Wir werden für immer zusammenbleiben, nicht wahr? Was auch geschehen mag. Ach, das ist dasselbe Gespräch wie eben. Nein. Man könnte mich einen Geologen nennen. Ich untersuche die Felsformationen dieser Gegend. Sind sie nicht erstaunlich? Seht ihr diesen Felsen dort? Ähnelt einer menschlichen Gestalt. Es gibt hier einige solche Felsen. Wenn man sie doch nur aneinander reihen könnte. Gerade gestern wurden wir mit einem kleinen Jungen gesegnet. Seht doch selbst, wie reizend er ist. Meine Gemahlin ruht weiter hinten mit ihm. Bitte entbietet ihnen eure Grüße. Ich weiß nicht, warum meine Schwiegertochter so trübsinnig ist.
Sie schenkte mir gerade das wundervollste Enkelkind. Dafür sollte ich etwas Gutes kochen. Vielleicht ein Steak. Oder noch besser, meine weltberühmten gebratenen Leuchtmooshüpfer. Klingt widerwärtig. Guru, Ababa. Mein Sohn, er war so voller Energie. Die ganze Zukunft stand ihm noch bevor. Werde ich ihn jetzt niemals heranwachsen sehen? All these lights. What are they? I can sense people's feelings. Their hearts. Coming from the lights. Foot! Oh, my head! Not again! Vision is an assassination. The already dead. The guy who just left must have done it. Kilo? No! Stop it, Kilo! Sagi! Sagi! Get up! You look worse than a POW in labor with a dozen calflets. Kilo? Where are we? The Emperor's residence. Don't be dense. That's right. We were attacked by that monster and I passed out. Wait! What happened to the monster? It's over there. Dead. I think that was my doing. Now that you mention it, you were acting weird earlier. Like you couldn't even hear me. I don't really know what happened either. My body just started acting on its own. My mind was filled with images of how to kill that thing. They were so clear. Kill it! Obliterate it! That's all I could hear. Hmm. What about you, Sagi? You went completely blank. Yeah, when the monster went down, I had a really weird dream, I guess. The people in the dream knew who I was, but I'd never seen them before in my life. Then we went to a village, but there wasn't a single person. I think I heard a little girl crying. Quick, she's coming. We can speak of dreams another time. For now, just think about running. Right. Sorry. Kilo, what happened to the others? Forget it. They're all dead. We will be too if you don't hurry. It's my fault they didn't make it. Save your regrets for later. Okay. He got away. Oh well, at least I've got this thing to take back as a souvenir. If it's one of the afterlings everyone's talking about, then my future's looking very bright. Hey, this comes with us! This is bad. They're going to catch us. Psst, this way. Don't worry. I'm on your side. Kilo, don't! Ooh! Scary. There's no need to be so quick on the trigger. As you can see, I'm unarmed. Lassen wir ihn ausreden. Yeah, we're grasping at straws here. What else can we do but trust him? Good. Very sensible of you. Boys like you are so hard to find. Mm. Mm-hmm. Well, listen carefully.
The door back there will take you to an underground passage leading to the streets of Mintaka. Once you're inside, stay out of sight for a while. Wait for the heat to die down a little. You could go out into the city, but I wouldn't recommend it. They're watching for you. Just who are you? Well, now this is a surprise. A talking paramachina. That's right. So, are you going to tell us who you are or not? What do you want from us? My name is Gelduplan. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. I serve Quaestor Varus, head of the military, and also a spiriter, just like you. You knew I was a spiriter? Das weiß hier irgendwie jeder, Sagi. Das ist keine Überraschung. Well, that's the word going around the city, but who am I to say if it's true or not? Once things have cooled down, come see Quaestor Varus. He means you no harm. He might even have a thing or two to tell you about this evening's events. Now run along. We'll be waiting for you, my boy. Er ist jedenfalls genauso gruselig wie der alte Gelduplan, den wir kennen. Hier ist jedenfalls eine Truhe. Mit einem Schicksalstrank. Klingt mächtig. Das Schicksal wird auch unserer Seite sein, wenn wir diesen Trank haben. Belebt ein Teammitglied wieder. Das Schicksal webt und zerschneidet die Fäden, die Körper und Seelen miteinander verbinden. Passenderweise wurde diese Medizin, die Gefallene wieder auferstehen lässt, nach dieser Kraft benannt. Tja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle eine klitzekleine Pause. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao!